So, jetzt habe ich es auch aufgezeichnet. Hoffe, dass ich euch jetzt hier sehe und vor allem auch eure Kommentare. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich habe mich heute echt berufen gefühlt, ein Live darüber zu machen, über dieses Gefühl von, ich habe was falsch gemacht und seine Konsequenzen. Es ist heftig, was für Überzeugungen wir immer mit uns rumtragen. So, mal schauen, wer alles da ist. Also, ich bin auch gestern den ganzen Tag mit so einem Gefühl, so einem Falschgefühl durch die Gegend gelaufen. Und ja, ich habe es dann versucht rauszufinden, was für eine Lüge ich mir erzähle, was für eine Überzeugung ich gerade aktiv habe, dass dieses Gefühl in mir so dominant ist, dass ich mich so nicht gut genug fühle. Und das kennt jede und das kennt auch jeder. Das ist, ich sage es immer, das ist so eine Seuche in unserer Gesellschaft, die uns immer wieder einfängt. Diese Seuche, dieses Gefühl einfach. Wir sind darauf programmiert, wenn diese Überzeugung gerade aktiv ist, um zu suchen und zu finden, diese Bestätigungen, die überall gefunden werden können, dass man nicht gut genug ist. Und vielleicht kennst du das auch von dir selber, das kommt oftmals so angeschlichen. Es gibt selten den Grund. Es gibt selten den einen Grund, den man findet und den man dann bereinigen kann, sondern es ist wie so ein ganz viele Gründe. Es sind ganz viele Überzeugungen. Es sind ganz viele Gedanken, die hinter so einem Gefühl stecken. Und diese Gedanken zu finden oder zumindest den Auslöser zu finden, fällt einem manchmal unglaublich schwer. Und ich bin da auch oft schon aufgehockt und es ist immer wieder dasselbe. Kannst du dir merken, es ist ein Rückschluss, den du gezogen hast. Ein Rückschluss, etwas, was du schlussgefolgert hast. Und diese Schlussfolgerung, die ist tief, tief, tief verankert und die sagt dir immer wieder, also bist du nicht gut genug, also hast du das nicht verdient, also hast du kein Geld verdient, also hast du keine Liebe verdient, also hast du keine Aufmerksamkeit verdient, also hast du keinen Rückhalt verdient, also ist es klar, dass man böse mit dir ist. Das ist irgendwie so ein Mechanismus. Ich habe was falsch gemacht, egal wann. Und weil ich etwas falsch gemacht habe, gehe ich, das ist alles ich, das ist alles selber, gehe ich davon aus, dass es folgende Konsequenzen hat. Die Konsequenz ist eine Strafe sozusagen. Ich gehe davon aus, dass ich bestraft werde mit Liebesentzug, mit Entzug von Unterstützung, mit Entzug von Aufmerksamkeit, weil ich nicht gut genug bin.
Und dieses krasse, selbst kreierte, in einem entstandene, läuft so lange, bis du es erkannt hast. Bis du es erkannt hast, dass du diejenige oder derjenige bist, der diese Rückschlüsse zieht. Und oft sind es eben Sachen, die du in der Vergangenheit einfach so bewertet hast, wo du dich falsch gesehen hast, wo du gesehen hast, du hast einen Fehler gemacht, und dass dann die logische Konsequenz davon ist, dass du sozusagen mit Pech oder mit Ablehnung oder was auch immer rechnen musst. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Wir rechnen automatisch, wir nehmen an, dass es folgendermaßen sein wird. Wir nehmen an, dass ein Verhalten von uns folgendermaßen Konsequenzen hat. Und diese Annahme entsteht nur allein in einem selber. Und diese Perspektive, die wir dann annehmen, gegen diese Perspektive, wie das Leben funktioniert, diese Perspektive, welche Konsequenzen das hat oder haben wird, auch das ist nur in uns, in unserer inneren Welt. Und all das wird dann outgepusht. Und immer wieder finden wir uns in diesen gleichen Situationen, in dem gleichen Frust, in der gleichen Traurigkeit, vielleicht sogar in der gleichen Depression. Und das ist alles hausgemacht. Es ist hausgemacht in uns selber. Und dadurch können wir es in uns selber auch anders machen. So machen, wie wir es wollen. So machen, wie es wäre, wenn alles liebevoll gesinnt wäre. Wenn nichts auf dieser Welt eine Strafe vorgesehen hat. Wenn nichts auf dieser Welt irgendwo vorgesehen hat, dass du bestraft wirst mit Liebesentzug, wenn die ganze Welt, egal was du tust, da ist, um dir zu applaudieren, um für dich da zu sein, wenn du davon ausgehst, dass eben die Welt anders funktioniert, dass die Welt für dich so ist, dass sie grundsätzlich mal da ist, um dich zu feiern, um dich zu tragen, um dich zu lieben und um dich zu unterstützen. Und das Ganze kannst du dir nur kreieren aus deinem eigenen Wissen, aus deiner eigenen Vorstellungskraft, aus deinem eigenen Inneren heraus. Und dafür musst du eine neue Perspektive, eine neue Ansicht für die Welt und für dich erlauben. Und es ist so, so schwierig, wenn du dich gerade so ungeliebt fühlst, wenn du dich gerade so falsch fühlst. Und da hilft es nur, dass du die Wahrheit kennst, dass du wie die Wahrheit auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hast und dich immer wieder daran erinnerst, dass wenn du so traurig bist, wenn du dich so ungeliebt fühlst, wenn du dich so falsch fühlst, wenn du dir die Frage stellst, was kann ich nur tun, was kann ich nur besser machen, wie kann ich es nur verbessern, dann denkst du in Sphären von, ich muss was anders machen, ich muss jemand anrufen, ich muss jemand was sagen, ich muss mich erklären, ich muss mich entschuldigen, ich muss ganz was anderes machen. Das ist unser normales Ding, der normale Weg, den wir gehen. Aber der funktioniert eben nicht, solange deine Basis noch davon ausgeht, dass dir etwas fehlt, um richtig zu sein, dass
du etwas machen musst, dass man dir verzeiht, dass du etwas machen musst, dass man dich mag, dass du etwas machen musst, dass du Unterstützung bekommst. Und das Einzige, was du machen musst, ist davon ausgehen, dass es bedingungslos für dich da ist, dass es bedingungslos für dich gedacht ist, dass man dir sowieso schon verziehen hat, dass man dich sowieso immer liebt, dass man sowieso immer für dich da ist. Und mit Mann meine ich deine Welt, dein Universum, alles, was in deinem Universum drin ist. Das ist einfach nur, dass du davon ausgehst, dass du endlich von der Wahrheit ausgehst, dass dein Universum da ist für dich, um dich zu feiern, um dich hochzuheben, um dich zu erheben, um dich zu lieben, um dich zu beglückwünschen und um immer wieder nur zu sehen, wie großartig und wie wunderbar du bist. Und selbst, das ist eben das Schlimme, selbst wenn im Außen plötzlich Beweise da wären, Menschen da wären, die dir das sagen würden, die dir sagen würden, wie großartig du bist, wie sehr sie dich lieben, wie wunderbar du bist, wie fantastisch du bist, wie gerne sie mit dir zusammen sind. Wenn du in deinem Inneren diese Überzeugung immer noch in dir trägst, dass du es nicht verdient hast, weil du etwas falsch gemacht hast, dass es nicht sein kann, dass es irgendwelche Hintergründe hat, dass Menschen dir das sagen, dass es irgendwelche, dass sie was von dir wollen, dass sie das nur machen, um etwas von dir zu bekommen, um dich zu manipulieren und so weiter und so fort. Wenn du das eben alles noch glaubst über dich und über die Welt, dann wirst du dich immer so sehnen nach dem, und wenn es da ist, wirst du es nicht annehmen können, weil es für dich in deiner inneren Welt keine Realität ist, weil du eben nicht davon ausgehst, dass du so liebenswert bist, weil du nicht davon ausgehst, dass alle Welt hier ist, um dir auch jeden Fehler zu verzeihen, weil du nicht davon ausgehst, dass man dich einfach bedingungslos liebt, weil du hier bist und weil du großartig bist. Und wenn du diese innere Arbeit nicht gemacht hast, wirst du immer in diesem Mangel sein. Wirst du überall diesen Mangel merken und im Geld, in der Liebesbeziehung. Immer wirst du dich so mangelhaft fühlen. Und solange du dich mangelhaft fühlst, das heißt, von der Schule kennst du das ja, mangelhaft heißt, du bist nicht gut genug. Mangelhaft heißt, du musst etwas besser machen, du musst noch mehr lernen, du musst noch mehr tun, du musst einfach letztendlich besser werden. Und solange du dieses mangelhafte Gefühl, egal für was, in welchem Bezug, auch im Geld oder im Job oder in der Beziehung, solange hier ein Gefühl von ich bin mangelhaft oder ich bin nicht gut genug oder ich habe Fehler gemacht und werde für diese Fehler mein Leben lang bezahlen müssen, solange dein Herz da nicht rein ist, solange dein Herz nicht rein ist und diese ganze Liebe reinlassen kann, wirst du sie nicht spüren, wirst du sie nicht erleben und wirst du sie auch im Außen nicht ins Außen projizieren. Wirst du in deiner äußeren 3D-Realität, everyone is you pushed out, die Beweise nicht erkennen können, selbst wenn sie da sind. Und da liegt es an dir, diese Arbeit zu machen und in diese Selbstliebe zu kommen, aber in eine Selbstliebe, die dich liebt, weil du bist. Weil du bist, weil du perfekt bist, weil du liebenswert bist, weil du Liebe bist und nicht, weil du was gemacht hast, was gesagt hast, dich irgendwie verhalten hast, irgendwelche Preise gewonnen hast,
hast, sondern dass in dir diese tiefe, ruhige, wahre Selbstliebe, Göttlichkeit aktiv sein darf, dass du das erlaubst, dass du so sein darfst, bedingungslos, dass du alle diese Bedingungen wegnimmst, die dein Verstand dir immer wieder hochspielt und spult, und dass du dir erlaubst, in diese tiefe, tiefe innere Liebe zu kommen. Und Selbstliebe ist quasi so ein bisschen mehr außen, oder wir verstehen es oft mehr außen. Ja, ich tue mir was Gutes, ich erlaube mir was und ich sorge dafür, dass ich mich gut ernähre und so weiter und so fort. Aber ich spreche von diesem reinsten, tiefsten Gefühl für dich selber, das immer da ist und das dir immer wieder sagt, dass alles in Ordnung ist, dass alles für dich ist, dass du unterstützt bist, dass nichts gibt, was noch an dir verändert werden muss. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Es gibt nichts, wofür du büßen musst. Es gibt gar nichts, sondern dein Herz darf so rein sein. Und ich habe mit meiner Oma früher immer, das habe ich ganz, ganz lange nicht verstanden, mit meiner Oma früher habe ich immer gebetet. Mein Herz ist rein, darf niemand hinein, nur du, mein liebes Jesulein. Das war dieses Gute-Nacht-Gebet, das ich mit meiner Oma gebetet habe und überhaupt nicht verstanden habe, was es bedeutet. Und es kam mir immer wieder in den Kopf und ich habe es lange, lange nicht verstanden, was es bedeutet. Aber was es wirklich bedeutet, ist, dass dein Herz rein ist. Es ist rein, es hat keinen Groll gegen dich, gegen niemanden, gegen das Leben. Es ist rein, es ist bereit, Liebe zu empfangen, bedingungslos. Das heißt es, mein Herz ist rein. Ich bin rein. Ich bin schuldlos, ich bin fehlerlos, ich bin perfekt. Und das ist das Jesulein. Das ist diese liebende Perfektion. Das ist diese Göttlichkeit, die göttliche Wahrheit, die immer schon da ist, für die wir hier auf die Welt gekommen sind, um die zu verkörpern in allem. Und das können wir nicht, wenn wir immer in der Vergangenheit vergangene falsche Überzeugungen, vergangene Lügen uns immer wieder zu Herzen nehmen. Weil dann ist das Herz nicht rein, wir nehmen es uns zu Herzen. Egal, ob es irgendwie eine Erinnerung ist oder eine Geschichte, wenn es du dir zu Herzen nimmst, dann ist dein Herz nicht rein. Und da sind andere Sachen drin, da sind eben genau diese Lügen drin, die eben nicht rein sind, diese Lügen über dich oder über Dinge, die du wahrnimmst, über andere Menschen, über Situationen. Diese Lügen, wenn du die im Herzen trägst, die spürst du förmlich, weil es dich so sehr verletzt und dann ist dein Herz nicht rein. Und diese Göttlichkeit, dieses Jesulein in meinem Gebet zum Beispiel, soll das verdeutlichen, soll das versinnbildlichen. Und dieser göttliche Mind, dieser göttliche Verstand, von dem ich immer spreche, der soll eben genau diese wahren Informationen in dein Herz liefern. Diese Informationen über deine Wahrheit, über dein perfektes Sein, darüber, dass du geliebt bist, darüber, dass du unterstützt bist. Damit es aus dir outgepusht werden kann in alle Beziehungen in deinem Leben, in deine Liebesbeziehungen, in deine Kundenbeziehungen, in alles. Und deswegen nenne ich dieses neue Programm eben Divine Mind, weil dieser Divine Mind, dieser göttliche Verstand, den du hast, der nur überschrieben ist mit einem Haufen von Geschichten, Stories und Lügen, die dem Divine Mind, deinem göttlichen Sein gar nicht entsprechen, da geht es darum, dein Herz zu reinigen, dein Herz reinzumachen und die Liebe reinzulassen und die Liebe aus deinem Herzen heraus strahlen zu lassen. Und dein Herz ist nicht hart
und dein Herz ist nicht verschlossen, was ganz viele irgendwie immer sagen, sondern dein Herz ist nicht rein, weil dort so viele Geschichten, so viele Lügen, so viel Groll, so viel Ablehnung, so viele Erfahrungen sind, die es nicht erlauben, dein Herz reinzumachen. Und wie in dieser Geschichte, in diesem Gebet, das ich mit meiner Oma gemacht habe, machen wir in Divine Mind eben dein Herz rein. Und es darf niemand hinein aus sein, außer der Gedanke, der göttliche Gedanke, dein Jesulein, wenn sie war aus Österreich, dein Jesulein darf in dein Herz, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, diese Reinheit, das darf in dein Herz. Und wenn es da drin ist, dann bist du komplett in deiner Wahrheit angekommen. Dann bist du in deiner Selbstliebe angekommen. Dann bist du in der ganzen Fülle angekommen. Dann hast du keinen Groll mehr. Dann gibt es nichts mehr zu verzeihen. Und dann kannst du aufstehen und kannst dich zeigen. Und du schämst dich nie wieder. Und du bist einfach so voll Liebe. Und everyone is you pushed out, everything is you pushed out. Und du pushst nur noch die schönsten Sachen, die schönsten Visionen, die schönsten Versionen der Welt, der Situationen, der Menschen aus dir heraus. Und dann bist du so stark und du bist so kräftig. Und auch wenn du mal abhaust und abdriftest und wieder am Boden kurz landest, ist doch dieser Magnetismus aus deinem Herz so stark, diese Wahrheit, die dann wiederkommt und dich immer wieder daran erinnert und nicht zulässt, dass du für lange Zeit vergisst, wer du wirklich bist und dich wegtragen lässt. Und plötzlich spürst du wieder, wie sehr du strahlst. Und wenn du strahlst, bist du magnetisch. Und wenn du magnetisch bist, bist du in aller Fülle, in aller Fülle, in aller Wahrheit und 0,0 im Mangel. Es mangelt dir an nichts. Du weißt es, du gehst davon aus. Du denkst die richtigen Gedanken, du hast die richtigen Selbstgespräche, du hast die richtigen Affirmationen, die dann wiederum dazu führen, dass es sich im Außen zeigt. Aber es wird sich nie im Leben etwas im Außen, im 3D zeigen, was du nicht vorher hier in deinem Inneren oder in deinem Herzen, in deiner inneren Welt, in deiner inneren Vorstellung kreiert hast. Und diese richtigen Sachen, die du dir wünschst, diese großen Sachen, diese Fülle-Sachen, sei es Geld, sei es Häuser und so weiter, die brauchen den Divine Mind, die göttliche Vorstellungskraft, mit der du arbeiten darfst, damit das rauskommt, damit du es hier im Jetzt hast. Und wie gesagt, ich sage es dir nochmal, wenn du diesen Divine Mind nicht hast, dann kann ich dich ins Paradies katapultieren und du wirst dort dich nicht paradiesisch fühlen. Ich kann dich in die komplette Fülle katapultieren und du wirst dort ankommen und du wirst Mangel kreieren. Leider, so funktioniert das. Es kann nicht im Außen beginnen. Es kann niemals damit beginnen, dass dein Traummann dir sagt, wie toll du bist, dass dein Konto mit Geld überfließt, dass du am schönsten Ort der Welt lebst, im schönsten Haus, mit schönstem Ausblick, wenn da innen dein Herz nicht rein ist, dann wird kein Ort dieser Welt dir das geben, kein Mensch dieser Welt wird dir das geben können, was du so sehr brauchst, weil dein Herz es nicht annehmen kann, weil deine innere Welt etwas anderes outpusht. Und dafür ist dieser Kurs da, Divine Mind, um dich genau dorthin zu bringen. Und es geschehen Wunder, es sind Wunder geschehen. Ich würde dich so gerne mitnehmen in diese Mastermind-Gruppe, damit du sehen kannst, wie aus Krankheit Gesundheit wird. Das werde ich heute Abend noch genauer erzählen. Eine Teilnehmerin hatte sämtliche Diagnosen, hat Tests machen lassen. Und jetzt, heute, hat sie die Nachricht bekommen, alles ist positiv.
obwohl vorher eine riesen schlimme Diagnose anstand und jetzt sagen die Tests, es ist positiv. Sie hat das gemacht, sie hat es geschaffen, sie hat das kreiert. Das ist so grandios. Diagnose anstand. Upsi, schon und wieder jetzt falsch. Sagen die Tests, es ist positiv. Ja, und ich bin selber immer wieder so dankbar und überrascht und kann es wirklich fast nicht annehmen, was alles möglich ist. Und es gibt noch so viel mehr, was alles möglich ist, aus dem Nichts heraus entsteht. Und es entsteht eben nicht aus dem Nichts heraus, sondern es steht aus dir heraus. Aber es kann nicht entstehen, solange dein Herz nicht rein ist. Und diese ganze Fülle, die du dir wünschst, Fülle an Liebe, Fülle an Geld, Fülle an Begeisterung, Fülle an Möglichkeiten, die ist schon da. Und die kriegst du. Im Divine Mind wirst du diese Fülle für dich in dir kreieren. Du wirst Fülle an allem erkennen. So wie du jetzt gerade hauptsächlich auf Mangel programmiert bist, weil dein Herz nicht rein ist, wird innerhalb von 6 Wochen wird bei dir so ein Shift entstehen, dass du jemand anders bist. Und da geht es eben genau nicht darum, irgendeine Version von dir zu kreieren, die du dir ausdenkst, sondern es geht darum, dass du die wahre Version von dir auspackst, die schon da ist. Die muss nicht irgendwie gemacht werden und so weiter. Du brauchst kein neues Ich, sondern du brauchst dein wahres Ich, das schon da ist, das da ist in dir. Und darum geht es. Darum geht es in diesem Kurs, darum geht es in meinen Coachings. Da geht es in den Coachings, die ich für mich selber mache, wenn ich wirklich auch niemals gefreit bin von diesen alten Überzeugungen, die sich immer wieder hochschleichen wollen und die sich immer wieder zeigen wollen und die sich immer wieder bestätigen. Aber wenn ich weiß, es ist alles in meinem Kopf, ich brauche nichts im Außen, ich brauche nichts im Außen und das, was sich im Außen zeigt, das ist nur eine Information über das, was im Innen ist. Und wenn ich dieses Innen verändere, zeigt es sich im Außen. Es ist Gesetz, es muss so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast alle Zügel in der Hand, du kannst alles machen. Aber du musst bereit sein, diese Wahrheit in dir zu finden und nicht davon ausgehen, dass da, wenn du nach innen schaust, etwas Schlimmes ist. Das sind ein Haufen Lügen, die dein Herz verunreinigen, die das schwer machen, wo du Dinge mit rumträgst, Lügen mit rumträgst in deinem Herz. Und sobald du das bereinigt hast und immer wieder reinigst und reinigst und reinigst und nur noch die Göttlichkeit, die Wahrheit, all das, was du wirklich bist, in deinem Herz trägst. Und das ist kein Groll, das ist kein Hass, das ist keine Ablehnung, das ist kein Gedanke von, hätte ich nur, sollte ich besser, warum habe ich nur, warum habe ich nicht. Das hat keinen Platz da drin. Und das müssen wir aufräumen, das musst du aufräumen und ich leite dich an, das aufzuräumen. Und dann bist du frei und dann bist du in der Fülle. Und dann geht es nicht darum, dass du irgendetwas spezifisch noch anders machen musst, sondern dann weißt du, wie perfekt und wie wunderbar du bist. Und ich hoffe, ich habe dir das jetzt heute auf den Weg mitgegeben und dich inspiriert, da all in zu gehen und zu sagen, ja, das habe ich schon lange gespürt und dieser Druck in meinem Herzen und so weiter und so fort. Jetzt hast du mir erklärt, Patricia, wo der herkommt. Und ich bin bereit, diese ganze Scheiße zu bereinigen, mein Herz zu reinigen. Du musst es nicht öffnen. Wenn du es öffnest und diese ganze Bullshit ist noch da drin, dann verändert sich nicht viel, außer dass du ab und zu mal vielleicht Highlights hast. Aber wenn es rein ist, wenn du rein bist, wenn dein Herz rein ist, wenn du in deiner Wahrheit bist, ändert sich alles auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Du wirst gesund, du wirst
Du wirst so schön, wie du sein willst. Du wirst so geliebt, du wirst so unterstützt, du wirst so erfolgreich. Es ist alles da auf einen Schlag. Aber du musst diesen Weg gehen. Raus aus diesen ganzen schweren, alten Vorstellungen. Und die gilt es zu finden und zu bereinigen. Finden, bereinigen. Und das ist ein Prozess und der ist ein bisschen anstrengend. Wie alles, was du neu lernst. Du bist nicht sofort Profi. Aber werde Profi, komm mit in Divine Mind. Es ist das absolute Nonplusultra-Programm, wo du in 6 Wochen schon mal weißt, wer du wirklich bist. Und schon weißt, was du und wie du dein ganzes Leben, wie du deine Geldsituation, deine Liebessituation, alles in der Hand hast. Und dann bist du nicht fertig. Dann geht's erst los. Das sage ich dir auch gleich, nur damit da kein Missverständnis ist. Ja, du machst jetzt 6 Wochen Divine Mind und dann machst du nichts mehr. Nein, dann geht's los, dann weißt du wie, dann fängst du an zu kreieren, dann fängst du an zu leben, dann fängst du an zu lieben. Und dann bist du in einer ganz anderen Welt und du kreierst dir immer wieder Neues. Aber diesen Anfang, den musst du machen. Und wenn du diesen Anfang nicht machst, wenn du diese Herzreinigung nicht machst, wenn du hier nicht für dich rein und klar wirst, dann kannst du 100.000 andere Kurse besuchen. Du wirst immer wieder merken, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Da sind wir wieder am Anfang von diesem Video. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Du wirst immer wieder hier drin spüren. Und wenn du das spürst, komm mit und mach dein Herz rein. Raus mit den Lügen, raus mit dem Bullshit, raus mit den falschen Überzeugungen, raus mit den falschen Ansichten, die dich so schwer machen. Ja, jetzt komme ich zum Ende. Ich freue mich, wenn ich dich erreicht habe. Ich habe selber so, so gelitten. Und ich möchte einfach dieses Wissen dir weitergeben, dass du für dich alles hast, was du brauchst, alleine. Ich gebe dir ein Wissen, das du selber anwendest, das du lebst. Und ich mache dich nicht abhängig von mir und von meinen Coachings und von meiner Unterstützung, sondern ich mache dich frei. Mach dich frei von deinen Lügen, von deinen Altlasten, von deinen falschen Überzeugungen und ich setze dich dort aus, wo du selber deine Sachen kreieren kannst. Was nicht heißt, dass du nicht Hilfe und weitere Unterstützung und weitere Programme und weitere Coachings machen sollst. Natürlich sollst du das machen, aber aus einem Gefühl der Fülle heraus, aus einem Gefühl der Freude heraus, aus einem Gefühl der Begeisterung heraus und nicht aus einem Gefühl heraus, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, irgendwas ist falsch mit mir, ich muss doch besser werden, ich muss doch mehr lernen, ich kann das noch nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug. Solange du da nicht rauskommst, drehst du dich halt immer wieder im Kreis und Divine Mind bringt dich da raus. Und du kriegst diese Adlerperspektive, du weißt, wer du bist. Und du lässt dich von nichts und niemanden mehr davon abbringen, von deiner Wahrheit, weil du immer wieder zurückkommst zu deiner Wahrheit. Und wenn du weißt und spürst, dass dein Herz jetzt rein ist, weil alle Lügen und aller Bullshit da draußen ist, was glaubst du, wie leicht du wirst? Was glaubst du, wie leicht und unbeschwert du wirst? Du wirst dich fühlen wie eine Fee, die einfach nur durch die Welt schwebt. Das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für dich. Und auch hier mache ich nochmal die Klammer auf. Es wird immer wieder Momente geben. Es wird immer wieder Tage geben, an denen du das vielleicht nicht fühlst. Und wo sich wieder irgendeine
Unreinheit, irgendeine Lüge in dein Herz eingewanzt hat. Aber dann weißt du genau, wie du vorgehst. Und innerhalb weniger Momente ist es wieder sauber. Das lernst du in Divine Mind. Melde dich jetzt an. Wenn du es nicht auf einmal bezahlen kannst, habe ich einen Ratenzahlungsplan für dich. Dazu musst du dich bei mir melden, per E-Mail oder auch per Messenger. Mach es dir möglich. Reinige dein Herz, reinige deine Stories, reinige all diesen Bullshit raus aus dir, diesen ganzen Lügenkack. Und es ist nicht, dass du jeden einzelnen Scheiß anschauen musst. Überhaupt nicht. Aber du musst anschauen, was hier dein Herz noch verunreinigt, was du immer wieder noch mitträgst und es dann einfach rausreinigen. Und vielleicht ist es ein bisschen klebrig und kommt immer wieder zurück. Und auch bei mir kommen die Sachen immer wieder zurück. Aber ich weiß, was es ist. Es macht mir keine Angst mehr. Ich identifiziere mich nicht damit. Ich weiß, dass es einfach nur ein Lügenkonstrukt ist, wo ich nochmal da hinschauen darf, wo ich diese Lügen nochmal klarer kriege, wo ich mit diesen Lügen nochmal aufräume. Und trage es nicht in meine Zukunft, trage es nicht in meinen Tag, trage es nicht in meine Vision, trage es nicht in meine Beziehungen, ich trage es nirgendwo hin, ich reinige es selber. Und eigentlich sollte jeder von uns das sofort lernen, sofort, wo die Konditionierungen anfangen. Sollte jedes Kind genau das lernen und diesen Divine Mind nicht verlieren, sondern diesen Divine Mind statt diesen menschlichen, schweren, schmerzhaften Verstand zu entwickeln, sollte jedes Kind immer wieder wissen, was ist meine Göttlichkeit, was ist mein göttlicher Verstand, was ist meine göttliche Wahrheit. Und wird es zu keinem Scheiß mehr kommen auf dieser Welt. Und so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor, dass wir in Zukunft genauso leben und all das nicht mehr vergessen, was unsere Wahrheit ist. Dann gibt es kein Leiden mehr, dann gibt es keine Krankheit mehr, dann gibt es keine Einsamkeit mehr. Dann wäre das alles weg. Und geh du vor, sei du Beispiel. Ich biete es dir an, melde dich an. Es ist der beste Kurs ever. Heute Abend komme ich nochmal live mit einer Teilnehmerin aus Divine Mind. Und Divine Mind, aus dem Divine Creation Mastermind, wo natürlich Divine Mind auch drin ist, logischerweise. Und dann kannst du hier auch nochmal Beweise hören. Aus einem anderen Mund wie aus meinem. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis dann.